Geil. Ja, hallo, ihr seid bei dem bescheuertsten Spiel der Welt. Bitte macht aus, macht irgendwas Vernünftiges. Guckt euch das nicht an, es ist Zeitverschwendung. Nein, das ist ein wunderbares Spiel, das Es die ist nicht, du Freundschaft lügst. stärkt. Es ist zum Kotzen und jeder, der damit Geld verdient, sollte sofort erschossen werden. Ja, so wie es aussieht, hättest du jetzt hier außen auch noch einen kompletten Parallelbild gegeben. Und mit dabei natürlich der Stelle und meine Wenigkeit, der Bacon. Genau, wir finden das Spiel ganz toll. Und weil ich nie lüge, habe ich jetzt einen Heiligenschein auf. Wird doch gestört. Ach du meine Scheiße. Ja, das wird spaßig. Hui, hallo. Hallo, Freunde! Ich glaube, immer noch Menschen, die das Spiel spielen, haben eigentlich keine Freunde. Nein, eigentlich finde ich Golf echt ganz gut. Wenn es ein anderes Spiel Ja, wäre. ja, 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 geschafft! Yay. Also, ich bin noch nicht im Loch, aber. Ja. Ich war jetzt bin ich im Loch. Und wenn ich im Loch bin, gehe ich einmal kurz in meine Option rein, passe mal eben einmal meinen Ball an. Ja, aber der Bacon hat ja den Ferg und mich vertraglich gebunden, dass wir das mit ihm spielen. Von daher kommen wir da nicht raus aus der Nummer. So, ich habe meinen Ball mal ein bisschen angepasst, dass ihr einfach seht, wie schön das Leben sein kann. Ich glaube, Stefan redet jetzt auch nicht mehr mit uns. Wer jetzt nichts sagt, ist ein Kelly-Fan. Also ist auch Shadow ein Kelly-Fan. Ihr redet jetzt beide einfach nicht mehr mit mir. Finde ich total gut. Wohlgemerkt, es war nicht meine Idee, dass wir Golf spielen. Nicht? Nee, du wolltest Golf spielen. Hatte gesagt, lass uns doch mal irgendwas Lustiges spielen. Ja, und mein Vorschlag war Formel 1. Dann meintest du, nee, wir wollen erst das Gute oder das Spaßige kommt erst zum Schluss oder so. Ja, war ich bestimmt betrunken. Das waren gestern deine Worte. Ja, wie gesagt, Konsum von bösen Sachen. Oh, der Ferg ist drin. Ja, und wenn der Fjall da noch ein bisschen nach links, ja. Okay. Schafft das noch nicht ganz rein, aber das sollte man ja mit zwei Schlägen schaffen können. Wohlgemerkt, ich habe auch diese Karten vorher alle nicht gespielt. Natürlich. Oh! Da war ich ja noch nie. Ja, nächste Karte. So schwach wollte ich dann eigentlich doch nicht machen. Hey, hallo. Hallo. Ja, ich spiele jetzt außen rum. Ach nee. Ah! Hallo. Das war noch zu viel Schwung. Ja, das Problem, wenn du eine Abkürzung nehmen willst und die Abkürzung richtig verkackst, ja? Ja, ich habe halt gesehen, dass das, glaube ich, nicht so viel länger ist und habe mich dann für den normalen Weg entschieden. Oh, ja. Oh, was ist schwach. Das Irgendwer hat hat den Schlag, nicht glaube so ich, richtig gut geklappt. geschafft. Ja, aber eventuell ist es auch einfacher, den Schlag normal zu machen. Ja, habe ich auch gerade überlegt.
ganzen Herzen. Ja, die Herzen fliegen dir zu. Das Gute ist, heute kann ich auch gewinnen, da Demi ja nicht dabei ist. Und auch kein Stormy. Oh. Okay, aber aufschlussreich der Start. Das war jetzt nicht so gut. Richtig gut wäre nämlich gewesen, hätte man das dritte Loch getroffen. Ja. Das ist wahrscheinlich wahr. Ja, mal noch mit Paar. Oh, das ist ja ganz einfach. Echt, Shadow, du hast es geschafft? Mit mehr Glück als Verstand. Ja, das war dann meine 2. Oh, da wolltest du wieder rausspringen, Fjalk. Genau gesehen. Fjalk, das wisst ihr jetzt nicht, hat nämlich extrem Skill in dem Spiel. Ich gehe jetzt langsam mal Oma-Taktik hier. So. Fast. Na, oh, ich dachte jetzt gerade noch zweimal hüpfen und... Dann wäre raus gewesen, ja. Das war, glaube ich, ein bisschen zu... Ja, und falls ihr euch wundert, warum Ferg nicht redet, der telefoniert dann wieder mit seiner Tante Käthe. Hast du nicht gesagt, die heißt anders? Ja, Tante Käthe ist Rudi Völler. Du weißt schon, der Fußballer und so. Ja, ja. Oh, das war zu viel Schwung. Ja, das war, glaube ich, nicht so. Das war auch noch zu viel Schwung? Da braucht man gar nicht so viel Schwung. Das war zu wenig Schwung. Ich nehme jetzt mal den anderen Weg. Ja, hier liege ich ja jetzt mal ganz beschissen. Geschafft. Na, ich noch nicht. Weil ich jetzt auch immer über Bande spielen muss. Ja, immerhin. Vielleicht sollten wir das nächste Mal Fjalk die Karten aussuchen lassen. Ja, ich glaube, der wird mit großem Enthusiasmus den Workshop durchsuchen. Oder selber, er ist ja auch bei GTA der Kartenersteller, dann so eine Karte mit Ich hasse Golf mit oder Ich hasse Bacon und Shadow. Ich habe außerdem zu meinem neuen Headset gab es auch eine kleine Karte, mehrsprachig. Die lese ich euch mal vor. Hallo. Falls Sie in Eile sind, können Sie hier aufhören zu lesen, andernfalls lesen Sie weiter und wir hoffen, Ihnen damit ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern. Ich dachte, Sie finden es vielleicht interessant zu erfahren, wie der Versand Ihrer Bestellung genau funktioniert. Ihr Produkt wurde sorgfältig mit sterilisierten und antibakteriellen Handschuhen aus dem Warenlager geholt und auf einem Silikonkissen platziert. Ein Team aus 50 Experten fuhr dann damit fort, es genau zu inspizieren, sie polierten es so lange, bis es hell glänzte, und sagten ihm mit einer liebevollen Geste Lebewohl.
Weiter geht's, wenn ich mal wieder auf euch warte. Ja, hat diese sorgfältige Behandlung mit Silikon dazu geführt, dass sie das Silikon im Mikrofon gelassen haben und du deswegen so dumpf klingst? Bin ich dumpf? Doch. So, ich habe jetzt Einzellochen, die sich eben erstmal vor. Unser international bekannter Verpackungsspezialist, der direkt aus Korea angeflogen kam, um sich persönlich um ihre Bestellung zu kümmern, zündete Kerzen und Räucherstäbchen an und die Menge wurde von tiefer Stille erfüllt, als er ihr Produkt vorsichtig in dessen Karton platzierte. Du hättest gewusst, dass du der Letzte bist? Ja, aber ich habe noch 2 Minuten. Die Party, die wir zur Feier ihrer Bestellung organisierten, dauerte 3 Tage. Als die Zeit gekommen war, versammelte sich die Menge Pipi. Und machte sich auf den Weg. Ihr Toben und Jubeln tönte durch die ganze Stadt, als der Festzug sich seinen Weg bahnte, um ihr Produkt den ganzen Weg bis zum Postamt zu begleiten. Oh, daneben geschlagen. Na, dann kann ich das Schöne ist, die Qualität ist echt so schlecht, dass ich nur die Hälfte von der Geschichte verstanden habe. Echt? Ich verstehe das nicht. Also in meiner Testaufnahme. Schreibt mal bitte in die Kommentare, wie, also nur wenn ihr bei mir zuschaut, vielleicht ist es beim Bacon selber besser, aber hier ist das sehr, sehr schlecht zu verstehen. Nein! Ach, fast! Verdammte Hacke! Komm, so geht's auch. Na, da ist ja! Das ist ja! Da ist ja! Da ist ja was? Wie was? Ja, eben, was da nicht da ist. Das ist dann nicht da. Hm, kann ich aber diesmal noch einholen. Wo muss man hin? Ach, noch da. Was? Ah, warte mal. Okay, ich verstehe, was das bringen soll. Oh. Und werde es. Oh. Versuchen. Problem ist, du hast nur einen Schuss dann. Ja, wenn die Rampe da wenigstens funktionieren würde. Aber mir funktionierte die Rampe. Also da oben. In die Kanone reinzukommen, das fand ich jetzt nicht so schwer. Oh. Ein bisschen zu fest, glaube ich. Nur ein bisschen. Ich rede, da hat man Pech. Okay, mal entweder aufmachen. Wahrscheinlich ist das genau so. Nee, okay. Ich habe jetzt gedacht, dieses Hole-Elf-Schild wäre so angebracht, dass man dagegen fliegt. Ah, schade. Soll ich denn jetzt da rüberkommen? Ja, deswegen kannst du dann wieder zurück zum Anfang spielen. Kann man nicht zurücksetzen? Ging das nicht? F, das kostet einen extra Schlag. Ja, F setzt er doch. Wie
bevor ich mich nämlich noch 5 Versuche zum Zurückspielen brauche, drücke ich auch lieber F. Ui, eine 10 jetzt gebraucht. Ja, da war ich ein bisschen besser. Ich habe mich halt auch zweimal zurückgesetzt. Das muss ich zum Glück nur einmal machen. Wow, das ist das, was ich am Anfang, weswegen ich mir das Schild angeschaut hatte, dann entschieden hatte, dass man nicht dran hängen bleiben kann. Aber anscheinend geht's doch. Fast. War die Geschichte fertig von deinem Headset? Ja, ich soll sie ja nicht weiter vorlesen, hab ich das Gefühl. Oh, ich fand sie sehr interessant. Okay. Ach, wie unglücklich. Hätte ja klappen können. Waren nur 2-3 Zentimeterchen. Hätte ich jetzt gedacht, dass du da zu kurz spielst. Ja, habe ich das jemals mal gemacht, auf einer Karte zu kurz spielen? Nee, kann ich mich jetzt auch gerade nicht dran erinnern. Ja, siehste. Na, echt. Hab ich ja voll den Shadow gemacht. Das tut mir leid. Aber ich mache jetzt danach den Shadow. Unnötigen Schlägen. Oh, wo kommst du denn her? Nur mit einer 4. Ja, die hatte ich auch. Der Fjalk will nicht Karussell. Ich glaube, da wird er. Ja. Ach, da kann man auch mit Glück hinkommen. Oder sogar noch weiter. Ja, ich bin ganz außen rum gefahren. Aber eigentlich kann er doch jetzt, hätte er da doch jetzt, glaube ich, über die Mitte zurückspielen können, oder? Ich glaube nicht, dass das was gebracht hätte. Oh, da liegt, das ist jetzt doof. Ich bin halt auch einmal komplett außenrum. Ich war jetzt hier quasi hinter der Holzwand, die da direkt verkeilt dran war. Und da konnte ich halt oben rüber lupfen. Also leicht rüberspielen. Es war halt auch ein bisschen RNG mit den ganzen Rädern drüber, ja. Wahrscheinlich, wo man runterfällt. Wie, das habt ihr nicht ausgerechnet? Nö. Ah ja, das probiere ich nicht. Oh, das war jetzt aber auch Glück. Ja, das hätte vielleicht sogar klappen können. Ich bin ein Idiot. Und wann erzählst du uns etwas Neues? Wie ist das jetzt? Oh, Shadow, echt? Komm, Shadow, da musst du doch wenigstens schmunzeln, dass der Shadow da so dazugezogen ist, oder? Der lacht sich gerade kaputt. Ich glaub auch. Und zwar so ein Lachen, was so ein bisschen krankhaft klingt. So wahnsinnig. So? Nee, nicht dein normales Lachen.
Wow. Was wollte man da? Ach, da oben hätte man treffen müssen um 10er 1, okay. Aber komm, im Vergleich jetzt zu Inception, die wir davor gespielt haben, ist die doch jetzt echt. Ich bin so unfähig. Hey, erzählt dir was Neues. Wow. Das sage ich schon gar nicht mehr zu viel. Das ist nett. Welche haben wir noch? Ich finde es schön, dass du Rücksicht auf meine Gefühle nimmst. Probier ich gar nicht erst nachher ein. Nee, hab ich auch nicht. Kugel. No. Ja, ich habe dann mit dem zweiten Hochspielversuch mit ganz viel von hinten drücken, ging er da rein. Na, oh, echt. Das ist aber unglücklich. Ja, hat mir. Yeah. Wow. Mein Opfer war auch eigentlich so. Und da ist er wirklich mit dem letzten Millimeter reingerutscht. Ja, geht doch. Ja. Oh. Das ist wieder Karussellfahrt. Je nachdem, wo du rauskommst, ist entweder ganz schnell da oder länger. Oder ich weiß auch so gar nicht, wo ich rauskommen will. Ich glaube, du willst hinten in dieses schmale Holz hin, was sozusagen geradeaus durch ist. Ja, aber das hat dann mal. Ja, hat bei mir auch nicht geklappt. Ja, geil. Ich darf noch von vorne anfangen. Das habe ich zum Glück nicht. Ha. Und wer will noch eine Runde? Wer will noch eine Runde? So, geschafft. Ja, diese Musik macht entspannt, baut Aggressionen ab. Was zum Teufel? Was passiert, wenn man da nicht reingeht? Okay, da hinten. Ja, da gibt es zwei Möglichkeiten. Oh, da ist etwas zu viel Schwung. Ich bin wie immer zu schwach. Wow. Mal gucken, wie lange ich noch roll. Und irgendeiner von euch. Also ich bin noch nicht durch den ersten Teil durch, wenn das deine Frage werden sollte. Ich lande immer stattdessen in der Wüste. Da rollt man manchmal ganz schön lang, ne? Nö, das hatte ich nicht. Ich war immer so weit weg, dass es schon wieder gerade war. Achso. Okay, das war jetzt genau mäßig getroffen. Ja, vielleicht bin ich jetzt da, wo du warst. Da rolle ich auch erstmal ins Wasser.
Oder war kein Wasser ich glaub, hochgefasst? Ich glaube, die Fahne da oben ist offen nur verarsche. War zu schwach. Ja, ich glaube, es wird eine 17. Da hatte ich es gerade fast. Aber halt nur fast. Wow, das war nicht gut. Oh. Ich denke eigentlich, wenn man da gegen die Schrägen von dem mittleren Ding spielt, dass man dann abprallen würde. Ja, dachte ich auch, aber hat bei mir bisher nicht geklappt. Ja, ich hab's auch durchgeschafft, das erste. Ja, ich bin auch da jetzt durch. Ja, ich glaube nicht, dass ich das machen kann. Ich weiß gar nicht, ob ich mich ständig noch sogar einholen kann. Nee, leider nicht. Scheiße! Nicht rollen! Setz mich zurück! Setz mich zurück! Eine schöne Map ausgesucht. Ja, die hat total viel Spaß gemacht. Ich glaube, vor allem, dass der halt der Freund ist. Gut. Schade, die Zeit ist abgelaufen. Ich habe auch keine Schläge mehr. Dann sehen wir uns aber bald in einer neuen Folge Golfit mit dem Fjalk, der das immer wieder spielen will. Und für heute sagen wir Tschüss. Tschüss.